Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Blue Frame Video. Heute gibt es mal wieder ein technisches Video und zwar von der neuen Sony Handycam FDR AX53. Die hat ja bekanntlicherweise diesen Highspeed Aufnahmemodus und was man damit machen kann, was das ist, das zeige ich euch heute. Was muss man also für Einstellungen vornehmen, um bei dem Camcorder auf diesen Highspeed-Modus zu kommen? Man geht einfach in das Menü, wählt dann den Aufnahmemodus, sieht hier, die rechts unten Highspeed-Aufnahme ist nicht gehighlightet. Das heißt, in dem Aufnahmemodus, wo wir uns gerade befinden, geht das nicht. Wir wählen also die Bildgröße und Qualität. Dann muss man das Dateiformat umstellen, denn die Highspeed-Aufnahme funktioniert nur im XAV-CS-HD-Modus. Den wählt man, bestätigt mit OK. Kann also jetzt den Aufnahmemodus jetzt starten. Highspeed-Aufnahmemodus ist gehighlightet. Man kann da reingehen. Man sieht jetzt die 100 Vollbilder pro Sekunde. Ich gehe nochmal hier drauf. Highspeed-Aufnahme ist gehighlightet und jetzt kann man die Highspeed-Aufnahme starten und wieder beenden. Und man kann sofort darauf eine zweite und dritte und vierte und so weiter Aufnahme starten. Der Highspeed-Modus bleibt also aktiviert. Macht man die Kamera jetzt aus und schaltet danach wieder ein. Dann ist die Kamera aus dem Highspeed-Modus raus und ist auf dem zuletzt eingestellten Modus. Wenn man jetzt so wie gerade eine Highspeed-Aufnahme getätigt hat und guckt sich diese auf dem Display an, dann wird man feststellen, dass sich eigentlich gar nichts getan hat. Das Video wird in ganz normaler Geschwindigkeit abgespielt. Hier ist also kein Highspeed zu erkennen. Alles ist normal. Man holt sich also seine aufgenommene Datei von mir aus in, ich habe jetzt das Magix Video Deluxe Programm rein. Und da kann man auch schon sehen, was passiert ist, wenn wir die rechte Maustaste drücken und auf Objekteigenschaften gehen. Dann haben wir die Framerate von 100 Frames pro Sekunde und mit diesem Video kann man jetzt Zeitlupen erstellen. Ich habe das hier schon mal geschnitten, damit es ein bisschen schneller geht. Wir gehen dann auf die Effekte, auf die Videoeffekte und verlangsamen einfach die Geschwindigkeit. Wir haben jetzt hier eine Framerate, wie gesagt, von 100 Frames und können dann auf, von mir aus 24 Frames erstmal runtergehen. Das Audio-Objekt wird natürlich entfernt, weil das brauchen wir wirklich nicht dazu. Die Filmsequenz wird jetzt dementsprechend länger. Und wir können die hier abspielen und sehen dann den Effekt der Zeitlupe. Ich werde das gleich nochmal vergrößert in 4K. Nein, ist ja nur Full HD. In Full HD darstellen. Und nochmal einige verschiedene Geschwindigkeiten wählen, damit man sehen kann, was der Effekt tatsächlich ist. So erstellt man also diese Highspeed-Aufnahmen mit der Sony FDR AX53. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben. Im besten Fall könnt ihr meinen Kanal hier unten abonnieren. Es kommen auf jeden Fall immer mal wieder Tipps und Tricks von der Sony Handycam FDR AX53. Ab und zu kommt immer was Neues, also abonnieren, einschalten. Bis dann auf Blue Frame Video.